Willkommen zurück zum nächsten Video von Let's Play Uncharted 2 Unterdieben oder Among Thieves. Wir sind jetzt dabei, das Lager von dem bösen Russen Lazarevich kaputt zu bomben und seine Schergen aus dem Weg zu räumen. Jetzt sind wir an der Ausgrabungsstätte. So, einen Schatz habe ich ja schon gefunden. Vielleicht ist ja hier noch einer. Nö, schade. Man kann übrigens hier angeblich... ziemlich durch jede Wand sich durchvibrieren in dem Spiel. Das ist ein Bug, den haben sie immer noch nicht behoben. Da vorne muss das Lager sein. Achso, hier geht's sogar richtig lang. Was haben wir denn hier? Auch das Lager. Aha. Ja, also man stellt sich irgendwie an die Wand und drückt dann ständig, ich glaube, die Kreistaste ist das. Und dann zuckt er immer so genau an der Wand lang und dann vibriert man sich quasi durch die Wand durch und dann, ja, läuft man außerhalb des Levels. Das hatten sie nicht behoben. Okay, alles klar. Warte, warte, nur eine Sekunde. Drei Monate ohne Fund. Ja, ja, Moment mal, aber wir haben doch... Commander! Das muss Lazarevich sein. Dieser Mann hat Artefakte an Standort 5 gestohlen. Dafür hast du mich betrogen. Nein, Zoran, ich kann's erklären. Nein, das ist nicht nötig. Ich bin umgeben von Betrügern und Idioten! Sollen wir ihm den Tag mal richtig versauen? Okay. Wird bald! Sucht alles ab! Na los! Okay, auf geht's! Jetzt bist du dran. Ich deck dich von hier. So ein Trottel hat ja ein Scharfschützengewehr vergessen. Vorsicht, Nate. Sieht aus, als hätten sie ein paar Wachen zurückgelassen. Ja. Okay, Kleiner. Showtime. So, das ist Sully. Dass das übrigens so automatisch schön mitgeht hier, das liegt nicht daran, dass ich jetzt hier gelernt habe, auf bewegliche Ziele zu schießen, sondern das macht das Spiel automatisch. Was ich sehr angenehm finde. Das ist nämlich das, was dem ersten Teil gefehlt hatte. So, jetzt sind wir wieder gut ausgerüstet. Ich hätte aber trotzdem gerne die Knarre, weil die macht mehr Rumsbums. Und außerdem, wir kämpfen ja hier gegen Russen, ne? Und was ist besser als automatischer Kalaschnikow? Oder automatischer Karabiner? Also dieser Lazarevich fackelt nicht lang, Sully. Das müsstest du echt sehen. Er hat Aufzeichnungen zu jeder Expedition nach Shambhala. Bis ins 17. Jahrhundert. Und Marco Polos Tagebücher. Die sind hier. Aber beeil dich, du hast nicht viel Zeit. Ja. Ein würdiger Pilger bekommt den goldenen Schlüssel, um damit den Weg nach Shambhala zu meistern. Hm. Und was soll das heißen? Keine Ahnung. Wart mal, hier ist was. Mit schwerem Herzen überließ ich meine Mitstreiter ihrem Schicksal, das uns die grausame Fracht auferlegte. Die Fracht aus Shambhala. Sie hielten den
den Tsunami wohl für eine gerechte Strafe Gottes. Wart mal kurz. Mist. Sully, der Chintamani-Stein ist nicht hier. Was? Hör dir das an. Eher hätte ich Kublai Khans Zorn ertragen, als den Chintamani-Stein aus dem heiligen Schrein zu entfernen. Marco Polo hatte den Stein gar nicht. Und was war dann die grausame Frage? Ich weiß nicht. Wenn der Stein nicht hier ist, wonach sucht Lazarin will stammen? Shambhala. Hier in Borneo? Da ist er aber weit ab vom Schuss, oder? Er versucht bestimmt Marco Polos Route zurückzuverfolgen. Und zwar nach Shambhala. Warum? Weil der Stein noch da ist. Chloe, kannst du reden? Moment. Ja, ich bin da. Haben Sie bei all den Ausgrabungen Leichen oder irgendwelche Überreste gefunden? Also, wenn du mich so fragst, nein. Warum? Über 600 Leute erlitten Schiffbruch und nicht eine Leiche? Da stimmt doch was nicht. Wo sind sie alle hin? Wohin flieht man bei einem Tsunami? Auf einen Berg. Bingo. Vielleicht finden wir Marco Polos Leute auf diesem Berg. Chloe, kannst du zu uns kommen? Bin schon auf dem Weg. Gut. Oh oh, Nate, du musst da raus. Noch eine Minute, Sully. Du hast aber keine. Um eine Granate gezielt zu werfen, halten Sie die L1-Taste gedrückt. Bleib unten, ich geb dir Deckung. Halten Sie die L1-Taste gedrückt und drücken Sie L2, um die Granate zu werfen. Wie praktisch. Ach, scheiße. Ach, ich ahne was. Ach, stimmt, da ist ja das Spiel mir abgeschmiert. Granaten. Ihr da, aufwärmen. Wie praktisch. Also das Spiel hat nicht kapiert, dass ich hier keine Granate in der Hand halte. Wie hatte ich denn das letzte Mal geschafft? Das ist ein Bug in dem Spiel. Granaten. Ihr da. Wie praktisch. Also ich drücke jetzt hier gerade auf den Controller wild die Tasten um mich herum. Also ständig die ganze Zeit. Ich bin ja vorbeigekommen. Oh, ich weiß nicht mehr genau, wie ich das geschafft hatte. Granaten. Ihr da, aufwärmen. Wie praktisch. Okay, er geht ja direkt von dem Video da rein. Das heißt also, den letzten Kontrollpunkt davor nochmal neu laden, das war's nicht. In der Hoffnung, dass er dann Granaten hat. Spiel laden. Granaten. Ihr da. Wie praktisch. Aufwärmen.
Irgendwann hatte es dann geklappt, dann hatte er die in der Hand, die Granaten. Habe ich die daneben geschmissen, aber dann konnte ich alles ganz normal abschießen. Das war jetzt nicht das Problem. Ah, der macht eben keine... Er schmeißt keine Granate. Boah, wie ging das? Option, Steuerung. Bewegungssensorwurf ein. Nee. Granaten. Ihr da, auswärmen. Wie praktisch. Jetzt hat sie geklappt. Auf den Boden. Hatten sie jetzt zwei gedrückt, um mit deiner Granate zu sehen. Also ich habe jetzt wie blöde einfach nur ultra schnell auf alle Tasten gedrückt, die mir jetzt irgendwie so eingefallen sind. Hier, ne? Haben wir es jetzt? Nee, nicht ganz. Das sind zu viele! Sie haben Verstärkung geschickt. Achte auf deine Deckung! Ich helfe dir von hier aus.
Okay, Sally. So ein bisschen aufmunitionieren wäre ja nicht schlecht. Genau. So. Musste ich ihn jetzt hier lang? Ich habe beim letzten Mal mir auch einen Wolf gesucht. Los, da lang! Ah, schließen Sie sich Sally an. Na, dann tun wir das doch mal. Hier entlang. Also, doch hier lang. Hier hoch. Und dann hier hoch. Ah, dann hier hoch. Dann hoch mit dir. Oh, mit deinem Sally. Sieh dir die Steine an. Ah, jetzt läuft die Sache. Wieso? Was ist mit den Steinen? Seht euch das mal an. Oh ja. Hey. Hallo. Was haben wir denn da? Mit etwas Glück ruhen hier Marco Polos Männer. Sollen wir reingehen? Nö. Ist hier noch ein Schatz? Ist hier noch irgendwo ein Schatz? Blinkt und glitzert hier irgendwo noch was? Okay, da kommen wir nicht rüber. Da oben auf dem Baum ist wahrscheinlich auch nichts. Hier hoch geht's auch nicht. Nee, dann gehen wir doch mal in die Höhle.
Oh, dieser Ort muss tausende Jahre alt sein. Mindestens. Hier runter. Wow, wir haben einen Volltreffer gelandet. Oh, das müssen Jahrhunderte Leichen sein. Schau dir die Zähne an. Alle schwarz. Verdammt, die sind alle so. Sie haben hier wohl Zuflucht vor dem Tsunami gesucht. Hm. Hier muss irgendwo ein Hinweis sein. Batman! Hey, ich glaube, ich habe was gefunden. Hier. Was? Als sie gestrandet sind, müssen sie alles hierher gebracht haben. Wieder hart. Das habe ich schon mal gesehen. Sally, ich brauche Licht. Oh. Oh. Das erhält alles in so einem romantischen... Warte mal. Blau. Das ist Blut. Es ist überall. Hier gab es einen Massaker. Okay. Finden wir heraus, wo diese Blutspur hinführt. Also das Helle hier unten auf dem Boden, ja? Das hier, das soll die Blutspur sein. Ja. Hier so. Hier so führt sie hin. Ist nicht einmal komplett zurückgelaufen? Ja, hier kommen wir her. So, wenn wir jetzt der Blutspur hier folgen, also den hell leuchtenden Flecken, dann kommen wir genau hier zur Wand. Aber hier ist kein Hotspot. So, hier endet das Blut. Hä? Ich übersehe doch hier was.
So. Trotz schon einmal durchgespielt, eier ich jetzt hier trotzdem ziemlich blind durch die Gegend. Weil mein Gedächtnis so hervorragend funktioniert. Was spielen wir hier eigentlich? Ach ja. Stimmt, wir können mal oben gucken, ob hier irgendwo so eine blödliche Liane runterhängen. Tun sie aber nicht. Ich hätte jetzt vermutet, dass es hier die Wand ist, aber offensichtlich ist es ja nicht. Also hier ist schon mal nix. Jetzt gehen wir einfach mal wie in einem Labyrinth rechts an der Wand lang. Springen und rennen tut er auch nicht, also... Ah. Sie endet an dieser Wand. Ja. Das ist doch eine Wand. Seltsam. Da bewegt sich was. Sally, hilf mir. Na, dann drücken wir. Ich hab mir wehgetan. Hat der Sally ein Aua? Die Spur führt hier rein. Oh Mann, noch mehr Leichen. Wie schrecklich. Sag mal, spinne ich? Oder haben sie sich gegenseitig umgebracht? Ach was, Nate. Lass die Schauergeschichten. Seht doch nur. Was haben wir denn hier? Vorsicht. Allmächtiger. War nur Spaß. Nate, deinetwegen kriege ich noch einen Herzinfarkt. Oh. Mann, was ist das denn für ein Ding? Ist das so eine Art Waffe? Nein, nein, das ist ein Purba. Ein Ritualobjekt aus Tibet. Damit meistert man Hindernisse. Hä? Du weißt schon, spirituelle. Aha. Moment mal. Ist das das, was Marco Polo erwähnt hat? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. In seinem Tagebuch schreibt er, dass der würdige Pilger einen goldenen Schlüssel erhält, um alle Hindernisse zu meistern auf dem Weg nach Shambhala. Na und, ist er das? Gut, das ist ja sehr interessant, aber wofür ist das ein Schlüssel? Vielleicht kann uns diese Karte ja helfen. Zeig doch mal her. Zwischen Großindien und der Provinz Tibet liegt ein Feld prunkvoll erbauter Tempel. Hunderte vergoldeter Türme, soweit das Auge reicht. Moment, das kenne ich. Das ist in Nepal. Ja. Allerdings ist es kein Tempelfeld mehr. Es ist eine ganze Stadt. Tja, das macht es etwas schwieriger. Moment, da ist noch mehr. Unter all diesen Tempeln birgt nur der eine. Den geheimen Weg nach Shambhala. Und dieser Weg öffnet sich nur dem Pilger, der den goldenen Schlüssel mit sich führt. Okay, gute Arbeit, Kleiner. Also, worauf warten wir? Verschwinden wir hier. Okay. Bis dann. Auf geht's. Genau. Schwarze Zähne. Man kann jetzt erst noch mal gucken. Hier ist bestimmt irgendwo noch ein Schatz.
den ich das letzte Mal auch übersehen hatte. Hier glitzert und blinkt garantiert noch irgendwo was. Oder ich habe ihn letztes Mal doch schon entdeckt. Ich meine, ich habe ja... Inzwischen haben wir, glaube ich, 22 Schätze von 100. Ah, also muss ich eine ganze Menge übersehen haben. Da ist doch hier bestimmt was bei. Nate, wo rennst du hin? In die falsche Richtung. So. Hier glitzert und blinkt nichts. Ich sorge dafür, dass die Luft rein ist. Na dann. Pupst du halt draußen. Hilf mir mal, Nate. Verdammt nochmal. Komm. Harry! Hier drin! Lauf sie nicht! Das ist Drake! Was zur Hölle? Los, Hände hoch! Hast ja echt Glück bei dem. Sei still, Sully. War ja klar, dass du kommst. Und du? Victor, verdammt, Sullivan! Ziehst du immer noch den alten Knacker mit durch? Ruhig, Nate. Ziemlich frech für einen Kerl, der die letzten 3 Monate im Knast gesessen hat. Besser als 3 Wochen ahnungslos durch den Dschungel zu irren. Ich hab die Schiffe gefunden. Ach, du brauchst sogar fremde Hilfe, um deinen Hintern zu finden. Und eine Karte. Sie kamen von da unten. Wow. Harry, schau doch mal. Apropos Karte. Zwischen Indien und Tibet birgt ein Tempel den geheimen Weg nach Shambhala. Mann, Flynn, das dauert ja ewig. Ach komm, sei kein Spielverderber. Bring sie zu Lazarevich. Du wirst wohl besser im Knast geblieben. Los! Bewegung! Mist! Alles okay? Ja, so sieht's eben glaubwürdiger aus. Ich verschaff dir jetzt ein bisschen Zeit. Na, Chloe, du musst mit uns Nein. kommen. Knutsch! Wir sehen uns in Nepal. Los, lauft! Auf geht's! Ich mag sie! Ja, genau dein Typ. Unberechenbar. Verdammt, sie haben uns entdeckt. Los, lauf! Ach, nicht. Erledigt! Lauf! Carla. Oh, Mist. Was machen wir jetzt? Wir springen. Oh, Moment mal, Sundance. Bist du noch ganz sauber? Wir brechen uns den Hals. Ja, wenn sie uns kriegen, bricht ihn Lazarevich für uns. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ach, was? Fange ich schon wieder damit an? Ich hab nicht so viel Glück wie du. Typen wie ich sollten einfach wissen, wann Schluss ist. Sully, wir kommen hier schon raus, okay? Wie immer. Du triffst deine Süße in Nepal. Ich leg mich an den Strand. Jetzt komm. Hey, erzähl mir alles, wenn du zurück bist. Da sind sie! Oh, Mist. Wollen wir? Nach dir, Butch. Wir sehen uns in der Hölle. Mist! Na, du hattest recht, Lazarevich ist uns einen Schritt voraus. Die Guerillas haben ihm geholfen. Die Stadt steht schon seit Jahren kurz vor den Bürgern. Er musste nur ein bisschen Öl ins Feuer gießen.
Lynette? Und in dem Chaos kann er gemütlich die Stadt zerstören, um den richtigen Kämpfer zu finden. Nate? Hallo? Ja, bin noch da. Hast du es dir etwa anders überlegt? Wer, ich? Niemals. Gut, denn ich will es diesem Schwein zeigen. Hast du eine Karte? Ja. Wir treffen uns am alten Markt. Da ist es etwas ruhiger. Okay, alles klar. Zu viel Besuch. Na toll. Kannst du sie abhängen? Ich glaube, dafür ist es jetzt zu spät. Nate, alles in Ordnung? Ging schon besser. Genau, den Häuserkampf, den machen wir gleich, aber erst im nächsten Video. Da wird es dann auch richtig schön und wir haben jetzt erstmal die bergigen Höhen verlassen und kämpfen uns jetzt durch die Stadt. Aber das alles erst im nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann gleich wieder. Tschüss!